bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Kaul. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Du sagst, du bist meine Schwester, aber ich hatte nie eine Schwester. Ich weiß, dass du überrascht bist. Ich hätte mir nie träumen lassen, einen Bruder zu haben, aber als die Frau, die im Schwert erschienen ist, das sagte, wusste ich, dass es die Wahrheit ist. Die Frau im Schwert? Das muss die Sorceress gewesen sein. Gib mir dein Schwert. Sorceress, kannst du mich hören? Sei gegrüßt, He-Man. Und auch du, She-Ra. Wie ich sehe, hast du deine Aufgabe erfüllt, He-Man. Ja. Aber es gibt noch so vieles, was wir nicht wissen. Dann hört zu und ich werde euch alles erklären. Vor vielen Jahren schenkte Marlene Randor dem König von Eternia Zwillinge. Die beiden Kinder wart ihr, Adam und Edora. Meine Eltern, meine wahren Eltern. Zwei so entzückende Kinder zu haben, erfüllte den König und die Königin mit Freude. Doch diese Freude sollte sich bald in Kummer verwandeln. Und die Ursache für diesen Kummer war eine Streitmacht aus einer anderen Dimension. Eine Streitmacht, die man die Hordes nannte. Die Hordes? In Eternia? Angeführt von einem niederträchtigen Tyrann namens Hordak, versuchten die Hordes Eternia zu erobern. Aber gegen die tapferen Soldaten eures Vaters und gegen die magische Kraft von Schloss Grayskull konnten sie nichts ausrichten. So ersann Hordak einen abscheulichen Plan. Er wusste, dass ihr beide für etwas ganz Besonderes bestimmt wart, aber er wusste dennoch nicht genau für was. Er schlich sich in den Palast und wollte euch beide entführen. Sein Lieblingsschüler war auch bei ihm. Skeletor. Ja, ja doch. Skeletor war ein Mitglied der Hordes. Hordak hatte gerade Edora aus der Wiege gehoben und schickte sich an, auch Adam herauszunehmen, als Man-at-Arms das Kinderzimmer betrat. Man-at-Arms versuchte, die Entführung zu verhindern, aber Hordak entkam mit Edora. Um seine eigene Haut zu retten, verriet Skeletor seinen Meister und er verriet uns den Weg zum Hauptquartier der Hordes. Man-at-Arms und ich begaben uns dorthin und wir hofften, Edora befreien zu können. Aber wir kamen zu spät. Ja, ihr mögt uns zwar besiegt haben, aber dieses Kind werdet ihr niemals wiedersehen. Wir haben dich viele Jahre lang gesucht, Edora. Aber die Dimension, in die Hordak geflüchtet war, vermochten wir nicht zu finden. Um Adam den großen Kummer, dich verloren zu haben, zu ersparen, habe ich mit einem Zauber alle Erinnerungen der Menschen an dich und die Hordes ausgelöscht. Nur der König, Man-at-Arms und ich kannten das Geheimnis. Und nun? Von mir hast du nun das Schwert des Schutzes bekommen. Und du bist She-Ra geworden, so wie es deine Bestimmung war. Alles andere hängt jetzt von dir selbst ab. Du möchtest bestimmt deinen Vater und deine Mutter sehen. Mehr als alles auf der Welt. Aber ich kann Etheria nicht einfach im Stich lassen. Die Rebellion braucht mich. Du brauchst dich nicht sofort zu entscheiden, Liebes. Wenn du zurückkehren willst, dann nimm über das Schwert wieder Kontakt zu mir auf. Nun lebe wohl, Kind von Eternia. Mein ganzes Leben hat sich durch das Schwert verändert. Ja, ich weiß. Und du solltest dir etwas Zeit lassen, um alles zu überdenken. Aber da wäre etwas, das du gleich tun könntest. Was denn? Drück deinen Bruder mal ganz fest. Ja,
aber das wäre töricht, Glimmer. Du bist töricht, wenn du meinst, du könntest mich daran hindern, Bo. Hey, was ist denn hier los? Adam, du bist wieder zurück. Und er hat den Force-Captain Adora gefangen genommen. Gut gemacht, Adam. Jetzt, wo wir sie in den Händen haben, können wir mit Hordak verhandeln. Entschuldige, ich muss dich enttäuschen, aber... Adam! Oh, bitte hör doch auf, Cringer. Ich nehme an, das ist ein Freund von dir, Bruder. Bruder? Bruder? Ja, Freunde, so ist es. Adora ist meine Schwester. Sie hat den Hordes nur gedient, weil sie von Shadow Weaver verhext worden ist. Aber ich habe den Bann gebrochen. Und von nun an schließe ich mich der Rebellion an. Oh, willkommen auf der richtigen Seite, meine Liebe. Nun, mein Kind, wir werden deine Hilfe gebrauchen. Ich werde alles tun, was ich kann. Fein, fein, fein. Vielleicht kannst du damit anfangen, Glimmer davon zu überzeugen, wie töricht es wäre, zu versuchen, Königin Angela aus Talon Mountain zu befreien. Wer ist Königin Angela? Glimmers Mutter. Sie war die Herrscherin von Brightmoon, bevor es von den Hordes überrannt wurde. Sie ist während der Schlacht verschwunden. Verschwunden, verschwunden. Einer unserer Spione hat gerade herausgefunden, dass sie eine Sklavin von Hunger ist, der Herrscherin von Talon Mountain. Selbst wenn wir nach Talon Mountain gelangen, die Harpies sind uns weit überlegen. Mit ihnen können wir es nicht aufnehmen. Wir müssen es versuchen. Sie ist meine Mutter. Ich darf nicht zulassen, dass dieses Monster Hunger sie als Sklavin hält. Das darfst du nicht zulassen. Und wir werden sie befreien. Hä? Was? Ihr solltet es Adam und mir überlassen. Denkst du nicht auch, Bruderherz? Genau. Oh, vielen Dank. Danke euch beiden. Shira! Bist du müde, Swiftwind? Kein bisschen. Ich liebe es zu fliegen. Ich flieg auch gern. Schaut, da ist es. Talon Mountain. Los, Gaida! Alarmiere sofort all unsere Schwestern! Wir müssen diese hohen Gäste gebührend empfangen! Schon unterwegs, Königin Hunger! Ja, was die Fremden wohl hier wollen, hm? Vielleicht sind sie hergekommen, um dich zu befreien, Han. Meine liebste Angela! Sieht ganz verlassen aus. Schauen wir uns das mal näher an. Geh runter, Swiftwind. Macht euch bereit! Das gefällt mir nicht, Bruder. Mir auch nicht. Schnappt sie euch im Namen Hunger! Das ist der Empfang, den ich erwartet hatte. Schneller, Swiftwind! Die kommen immer näher. Und da vorne sind noch mehr von denen. Swiftwind, komm, jetzt ist deine Flugkunst gefragt. Flieg auf den Turm da links zu. Ja, wird gemacht, She-Ra. Sie folgen uns immer noch. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann werden die anderen Furien jede Sekunde da um die Ecke kommen. Und das heißt, wir fliegen einfach nach oben, Swiftwind. She-Ra. Ich glaube, das war eine schmerzhafte Erfahrung für die. Oh, diese Trottelstümper, diese Spatzenhirne. Deine grässlichen Handlanger haben ihren Meister gefunden, Harpy. Triumphiere ruhig, solange du es noch kannst, Angela. Meine schwachen Schwestern mögen sie gerade überlistet haben. Aber sie müssen noch mit mir fertig werden. Hangars Thronsaal müsste sich direkt hinter dieser Tür befinden. Dann lass uns doch mal Hallo sagen. Schau, das muss Königin Angela sein. Komm. Königin Angela, wir sind hier, um euch zu befreien. Wie nett von euch! Ihr Tore! Ihre Zauberkraft ist wirklich umwerfend. Zeigen wir ihr mal, wie umwerfend unsere sein kann. Jetzt habe ich euch zwei, wo ihr hingeht.
gehört. Sollen wir dem Monster jetzt mal den Spaß verderben? Das ist eine gute Idee. Ein wundervoller Anblick. Euch Trottel werde ich lehren, wie gefährlich es ist, mit Hanga seinen Schabernack zu treiben. Lass uns schnell die Schwerter kreuzen. Raus mit der Sprache. Wo ist die richtige Angela? Sie befindet sich hinter dem Thronsaal. Außerhalb. Etwas Geduld, Eure Majestät. Ich habe euch gleich befreit. Danke, mächtiger Krieger. Mein Name ist He-Man. Könntet ihr mir diesen grauenvollen Kragen abnehmen, He-Man? Das dürfte nicht so schwer sein. Das wär's. Es war dieser Ring, der verhindert hat, dass ich meine Zauberkraft benutzen konnte. Aber jetzt, wo er ab ist. Sehr beeindruckend, faszinierend. Und jetzt sollten wir uns auf den Weg machen. Ich kenne da eine junge Dame, die es kaum erwarten kann, euch zu sehen. Ihr Name ist Glimmer. Glimmer? Meine Tochter? Majestät, folgt uns. Was für ein wundervoller Tag ist das. Meine Lieben, ihr Lieben, alle Lieben, ich könnte vor Rührung weinen. Ja, Madame, ich weine auch. Der Anblick ist wunderschön, nicht wahr? Eine Mutter und eine Tochter vereint. An was denkst du, Schwesterlein? Ich hab gedacht, jetzt, da Königin Angela wieder zurück ist, hat die Rebellion eine bessere Chance gegen die Hordes. Und damit könnten wir unserer Heimat Eternia einen Besuch abstatten. Wann möchtest du aufbrechen? Wäre sofort zu früh für dich? Wer ist das? Ein Mann und eine Frau zu Pferde. Hier, schau selbst. Ich kenne diese Frau. Das ist Force Captain Adora. Hordak hat sie schon gesucht. Wir sollten das melden. Ja. Soll das heißen, Mutter und Vater wissen nicht, dass du He-Man bist? Nein, und besser wäre, wenn du ihnen nicht sagst, dass du She-Ra bist. Gut, Adam, wie du meinst. Wann werden wir das Tor erreichen? Wenn wir über den Hügel sind, nehmen wir Kontakt mit Sorceress auf und sind dann bald zu Hause. She-Ra! Nun, Adora hat sich mit den Rebellen zusammengetan, Shadow Weaver. So wirken also deine tollen Zauberkünste. Das hat an diesem verflixten Schwert gelegen, das He-Man ihr gegeben hat. Wäre ich nur hinter sein Geheimnis gekommen, bevor diese Kriegerin auftauchte und es gestohlen hat. Die kriege ich auch noch. Aber jetzt werde ich erstmal Adora gefangen nehmen. Bist du bereit? Adam, glaubst du, Vater und Mutter werden mich mögen? Adora, sie werden dich lieben. Lass uns gehen. Warte auf mich, Adam! Da ist sie. Aber was hat sie vor? Das ist ein Dimensionentor. Sie verlässt diese Welt. Nein, nein, ich lass sie nicht entwischen. Übernimm du das Steuerpult, Shadow. Willkommen in Eternia, Prinzessin. Prinzessin? Ja, du bist doch die Tochter eines Königs und einer Königin. Oh, es wird eine Zeit lang dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Adam, ich habe deinem Vater und deiner Mutter erzählt, dass ich dich auf eine Mission geschickt habe. Und dass du mit einer Überraschung zurückkommen wirst. Oh, ich hoffe, sie werden angenehm überrascht sein. Keine Angst, meine gute Adora. Sie werden sich genauso freuen, wie ich mich freue, dich zu sehen. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich muss lernen, meine Raketenform besser in den Griff zu bekommen. Nanu, wo bin ich denn hier wohl gelandet? Schlau
Chaos, Grayskull! Gütige Hordeswelt, ich bin wieder in Eternia! Also, Adam, wir haben getan, was du verlangt hast. Wo ist denn nun deine Überraschung? Müssen wir den ganzen Tag warten? So, jetzt dürft ihr eure Augen wieder aufmachen. Wer ist das, Vater? Bei unseren Urvätern. Es wurde aber auch Zeit. Adam! Mutter, Vater! Meine Tochter, meine geliebte süße Tochter. Wieso Tochter? Aber das verstehe ich nicht. Teela, sie ist Adora, verstehst du? Adams Zwillingsschwester. Und sie ist wieder da, nach so langer Zeit. Oh, ich glaube es nicht. Wie bezaubernd du aussiehst. Liebe Mutter, ich bin so froh, dass Adam mich hergebracht hat. Mein Sohn, ich möchte, dass du weißt, dass du mich heute zu dem glücklichsten Menschen von ganz Eternia gemacht hast. Die königliche Familie von Eternia ist ab heute wieder vereint. Und ich schwöre bei unseren Urvätern, dass uns nie wieder jemand trennen wird. Ja, es hat sich seit meinem letzten Besuch einiges geändert. Wäre es möglich, dass mein alter Schüler und Kampfgefährte noch hier ist? Ah, mein alter Thronsaal. Das ist jetzt mein Thronsaal, alter Freund. Skeletor, ah, wie schön, dich wiederzusehen. Was hat dich nach so langer Zeit wieder nach Eternia verschlagen? Ich bin hergekommen, um einen Verräter der Hordes zu suchen. Und wie es aussieht, habe ich einen gefunden. Hordes, das ist lächerlich. Ja, du bist besser geworden, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, mein Schüler. Und zwar so viel besser, dass ich auch mit dir fertig werden kann, mein alter Lehrer. Ich habe es geschafft. Ich habe ihn in seine Dimension zurückgeschickt. Ich habe ihn... Denkst du, du könntest deinen alten Mentor so einfach besiegen? Denkst du das, Skeletor? Wir sind noch nicht fertig miteinander! Warte noch! Es ist doch dumm, dass wir uns so bekämpfen, Skeletor! Du hast mich im Stich gelassen, mich unseren Feinden ausgeliefert! Du hast mich an dieselben Feinde verraten. Ich finde, wir sind quitt. Vielleicht hast du recht. Aber mir gehört Eternia. Ich werde es erobern. Ich werde es niemals den Hordes überlassen. Skeletor, die Hordes haben gar kein Interesse mehr an dieser Welt. Ich bin nur hier, um einen Verräter zu schnappen, von dem ich dir erzählt habe. Dieser Verräter? Wer ist er? Es ist kein er. Es ist eine sie. Es ist das Baby, das ich Randor vor vielen Jahren gestohlen habe. Prinzessin Adora. Was? Genug jetzt. Hilf mir noch ein letztes Mal, die Verräterin zu fangen, dann kehre ich in die Welt zurück, aus der ich gekommen bin. Und dann lasse ich dich in Frieden. Ansonsten... Ha, deine Drohungen jagen mir keine Furcht mehr ein. Aber ich werde dir helfen, nur um dich schnell wieder loszuwerden. Das ist eine weise Entscheidung. Weißt du, Skeletor, deine Schlechtigkeit, deine Boshaftigkeit kann sich fast mit meiner messen. Wir können doch zusammen diesen Dummköpfen aus Eternia das Leben zur Hölle machen. Das wäre doch so wie in alten Zeiten, Skeletor. Ja, ja, wie früher, wie in den alten Zeiten. Ja.